Seit 140 Jahren versorgt die Konsumgenossenschaft die Menschen mit Lebensmitteln. Das Besondere ist die Genossenschaft, wodurch man ein Teil des Konsumvereins wird und finanzielle Vorteile genießt. Mit inzwischen 30.000 Mitgliedern hat es die Konsum EG geschafft, ihre Mitgliederzahl weiter zu erhöhen. Am letzten Mittwoch hat das Unternehmen Bilanz gezogen. Ja, das war wirklich ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Es ging ja nicht nur um die hohen Energiekosten, sondern es ging um die Inflation im Allgemeinen. Dadurch hat sich natürlich auch ein Reallohnverlust abgezeichnet bei unseren Kunden. Und deshalb sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir über 2 Millionen Jahresergebnis erwirtschaften konnten. Da sind über 800.000 an unsere Mitarbeiter geflossen, der Rest dann an unsere Mitglieder über die Rückvergütung 3,3% und über die Dividende 2,2%. Also von der Seite, ja, ein schwieriges Jahr und trotzdem für den Konsum Leipzig erfolgreich. Seit der Einführung der Konsum-App im Mai 2024 konnte ein deutlicher Teilhabezuwachs verzeichnet werden. Zahlreiche NutzerInnen verbinden die Vorteile der App mit der eigenen Mitgliederschaft, sodass mehr und mehr Kunden gebunden werden. In Zahlen wird es noch einmal deutlicher. Mit 21,2 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr sind die Gesamtumsätze um 10% gestiegen. Wir sind ja dieses Jahr 140 Jahre alt geworden. Es gibt nur 2% aller Unternehmen in Deutschland, die ein so schönes Alter nachweisen können. Aber alleine dadurch, dass man natürlich auf die Vergangenheit setzt, wird das nichts, sondern wir haben unser gesamtes Unternehmen in den letzten Jahren modernisiert, versuchen das auch immer wieder am Trend zu halten. Das geht bei Trendartikeln los, aber das geht natürlich auch weiter bei der Verwurzelung hier in der Region mit vielen Aktivitäten, die wir machen. Erst neulich haben wir eine große Geburtstagsgala gefeiert, 32.000 Euro Spenden eingenommen. Ich glaube, das zeichnet auch ein Unternehmen von hier aus, dass es wirklich aktiv ist und dass es sich in der Region einbringt. Und das hat uns auch erfolgreich gemacht. Interessant auch, die Konsummitglieder haben 2023 im Schnitt 20,57 Euro pro Einkauf ausgegeben. Das ist doppelt so hoch wie der durchschnittliche Einkaufswert. Dieser liegt bei 11,57 Euro. Die Angestellten und Mitglieder profitierten am Ende des Jahres mit der Ausschüttung der Dividenden. Ein großer Vorteil der Genossenschaft.